Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge Pokémon Leuchtende Perle. Wir stehen jetzt hier vorm Großmoor der Pokémon-Warte. Und da wollten wir jetzt hingehen und das machen wir auch. Mal gucken, was uns hier erwartet. Hi! Willkommen im Großmoor. Soll ich dir das Safari-Spiel erklären? Ja. Sobald du das Großmoor betrittst, stehen dir 30 Safari-Bälle zur Verfügung, um Pokémon zu fangen. Das nennen wir das Safari-Spiel. Das Safari-Spiel ist vorbei, sobald du deine Safari-Bälle verbraucht oder 500 Schritte zurückgelegt hast. Du wirst sicherlich deinen Spaß an der ungezähmten Natur des Großmoors haben. Okay, kostet das was? Was ist hier oben? Ah, schön. Bilde ich mir das nur ein oder erscheinen heute andere Pokémon im Großmoor als gestern? Oh, das ändert sich. Im Großmoor gibt es eine Eilbahn. Eine Fahrt damit bietet sich an, wenn du in ein weiter entferntes Areal gelangen möchtest. Oh, das ist gut. Durch das Fernglas kannst du sehen, welche Pokémon du im Großmoor fangen kannst und wo du sie findest. Wenn man durchs Moor läuft, sinkt man manchmal ein. Ich habe beim Versuch, mich zu befreien, derart die Geduld verloren, dass das Safari-Spiel für mich komplett gelaufen war. Oh, das ist nicht gut. Was? 100? Ja, gut. Na gut. Aha. Okay, das ist alles. Mehr sehe ich nicht. Ah. Oh. Aha. Ich will das kleine Süße haben. Mhm. Mhm. Mehr gibt's hier nicht? Mehr gibt's hier? Das ist ein bisschen lahm, oder? Ich dachte, hier gäbe es so seltene Sachen. Ja, okay. Willkommen im Großmoor, dem Schauplatz des Safari-Spiels. Alles, was du nur... Was? 500 Poké-Dollar? Wir gucken es uns mal an. Meine Safari-Bälle, dankeschön. Alles klar. Dankeschön. Ja gut, dann probieren wir es mal aus. Kann man hier auch kämpfen? Schneller und schneller wie ein geölter Blitz. Los, steig gleich ein, das ist kein Witz. Für einen Besuch weit entfernter Areale kann ich dir die Großmoor-Eilbahn wärmstens empfehlen. Ah, das ist die hier. Zwei. Ist es dann da? Ach, was weiß ich. So. Oh, hier gibt es auch Pokébälle. Oh, hier läuft es sich aber gar nicht gut. Hier läuft sich überhaupt nicht gut. Ja, sehr gut. Sehr gut. Okay, schon mal eins, was wir haben wollen. Wir können jetzt einfach hier drauf loswerfen. Das ist witzig. Die sehen ganz süß aus. Okay. Was bedeuten Dinge? Was heißt Matsch? Oh, jetzt ist es wütend, aber... Weiß nicht, wie gut das ist. Ja gut, das habe ich mir gedacht, dass das nicht so gut sein wird. Vielleicht sollten wir es das nächste Mal füttern. Vielleicht ist das die bessere Art und Weise. Ach, ich will dich aber nicht. Egal, wir probieren es mal aus. Ja. Futter wird passen. Wieso sollte ich die mit Matsch bewerfen? Das macht irgendwie gar keinen Sinn. Oh Mist. Das wollte ich nicht. Egal, vielleicht hilft das. Ja. Na, es ist immer noch aufmerksam. Egal, wir werfen. Wir haben 30 Stück. Wir müssen mal was fangen langsam. Okay, wir haben was gefangen. Cool. Okay, erzähl mir. Das ist so süß, guck doch mal. Oh nein, wollte ich nicht. Na, Max. Es ist einfach so niedlich. So, gib mir noch Marill. Oder ein anderes. Irgendwas, was ich noch nicht hab. Dich habe ich aber schon. Ich spare meine Bälle. So, wir hoffen jetzt einfach, ne? Dass wir das finden, was wir haben wollen. Tun wir aber nicht. Nein, oh, egal. Egal. Ist okay. Das war mir klar. Geh weg jetzt. Sehr gut. Sehr gut. Es hat auf mich gehört.
Ach, jetzt kriege ich keins mehr. Ich hasse das. Wieso habe ich Matsch geworfen vorhin? Oh. Wieso stresst immer alles so? Los jetzt. Okay, sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Wir füttern, okay? Füttern. Füttern ist gut. Mhm. Na los. Na los, jetzt. Ja? Nein! Oh, er haut's jetzt wieder ab. Ich hasse das. Das ist doch blöd. Ich mag das Safari-Spiel nicht. Da zahlst du einen Haufen Geld und kriegst gar nichts. Gib mir den Ball wenigstens. Wow. Toll, der bringt mir aber echt nicht so viel. Ich kann ja nur die blöden Safari-Bälle benutzen. Warte, wollen wir da oben lang? Gucken einfach mal, wo es uns hin verschlägt. Ich seh nicht, dass wir hier was Cooles fangen. Fühle ich gerade nicht. Und ich habe aus Versehen wieder gedrückt. Weil ich so ungeduldig bin, weil ich immer Tasten drücke, damit es schneller geht. Und dann sorge ich nur dafür, damit das alles länger dauert. Flüchtet es jetzt? Nö. Ich aber. So. Noch einmal. Auf jetzt. Noch ein Pokéball. Wow, das brauche ich hier aber auch nicht. Ich brauche nichts, was ich hier finde. Hier könnte Klibunkel sein, richtig? Da muss ich wieder zurück. Ich mag ja Marin lieber haben. Ja. Egal, wir probieren es. Wir füttern. Es kann nie was falsch am Futter sein, oder? Okay. Doch. Das hat jetzt einfach das Futter genommen. Ich verstehe es nicht. Ich mag das nicht. Dafür habe ich 500 Pokédollar bezahlt. Überlegt euch das mal, was das für eine Erfahrung ist. Für 500 Pokédollar. Keine gute. Das ist genauso enttäuschend wie Knuspekochen. Mach ich nie wieder. Ich weiß, ich sollte, aber mach ich nie wieder. Na, ich krieg nicht mehr das, was ich will. Alles andere. Nur nicht das eine. Wir haben aber auch noch kein kleines Marill gefunden. Nur das normale große. Dich brauche ich halt auch nicht. Ich habe dich schon entwickelt. Zumindest einmal entwickelt. Nach dir werfe ich keinen Ball. Oh! Okay, das probieren wir aus. Kann ich einfach werfen. Ich würde gern füttern, aber wenn die dann auch abhauen... Egal, was ich tue, die flüchten. Na los! Bleib drin! Ja? Mist. Fast. Jetzt flüchtet's, ne? Nein? Okay, nochmal werfen. Wir haben genug. Mhm. Mhm. Bleib drin. Mist. Mist. Nach. Mist. Ich bin nicht gut darin. Wann habe ich die 500 Schritte voll? Wann darf ich nach Hause gehen? Wir haben noch 23 Bälle. Vielleicht sollte ich die auch einfach überall hinschmeißen. Okay, noch einmal. Noch einmal. Vielleicht kann ich ihn mit Matsch bewerfen. Vielleicht ist das bei aggressiven Pokémon gar nicht so verkehrt. Lass es uns probieren. Und? Du bist wütend? Bleibst du aber da? Aha, es bleibt da. Dann werfe ich jetzt den Ball auf ein wütendes Pokémon. Was noch weniger funktioniert. Mhm. Nochmal. Nochmal. Los jetzt. Nein. Bleibst du? Ja.
Wollen wir jetzt mal füttern? Findest du Futter jetzt gut? Er isst es? Mache ich ihn müde? Er bleibt. Er bleibt. Na komm jetzt. Ja? Na los. Okay, wir füttern nochmal. Wir füttern nochmal. Das ist voll schlimm. Alles daran ist schlimm. Er bleibt. Okay. Jetzt nochmal. Jetzt muss er aber drin bleiben. Oder ich muss nochmal füttern. Ich muss nochmal füttern. Er bleibt. Okay, nochmal Futter. Einmal noch. Das ist mein letzter Versuch für dich. Ja? Ja, das war mir so klar. Der hat nur drauf plädiert, dass ich ihn dreimal Futter zuwerf. Die sind hier alle am Aushungern einfach. Die nehmen sich das Futter und gehen. Oh, süß. Oh, krieg ich dich bitte? Darf ich dich haben? Wenigstens dich. Wenigstens die Süßen. Komm schon. Oh Gott sei Dank, wenigstens eins noch. Wenigstens eins noch. Es wäre so sad gewesen. Ja. Ja. Wenn es abends kühler wird, kommt es an Land, um das Ufer nach Nahrung abzusuchen. Nö, kein Spitznamen. Tada! Okay, sehr gut. Ein Pokémon wenigstens noch gefangen. Wie viele Bälle haben wir noch? 18, das ist eigentlich genug. Vielleicht sollte ich bei Entoron versuchen, direkt zu füttern. Einmal füttern und dann werfen, falls er nochmal auftauchen sollte. Vielleicht macht das mehr Sinn. Jetzt kommt nichts mehr, ne? Hallo? Die wissen alle, wofür ich hier bin. Jetzt habe ich aber schon eins. Das war nett mit dir. Habe ich jetzt zuerst die 500 Schritte oder die Bälle weg? Das ist die Frage. Oh, guck mal. Nehme ich auch? Habe ich schon eins, nee, ne? Doch. Na gut. Probier es trotzdem. Na, das klappt jetzt, ne? Das klappt jetzt. Nur die Entwicklung will nicht. Ach. Ärgerlich. Ich würde ihn halt echt gern fangen. Da muss ich es nicht entwickeln, sondern hab's dann direkt gefangen. Ist ein bisschen angenehmer. Ich krieg kein Marill mehr jetzt hier, ne? Das ist offenbar tatsächlich irgendwie selten. Das finde ich nicht gut. Komm, zeig dich! Mist. Jetzt habe ich verloren, offenbar. Jetzt kommt's nimmer. Jetzt kommt's nimmer. Meine Taktiken sind alle falsch. Ich meine, wie klar sollst du denken, wenn all deine Klamotten voller Matsch und Schlamm sind und deine Füße sind nass in deinen Schuhen? Das kann doch gar nichts werden. Da bist du doch einfach sensorisch, hast du gar keinen Bock. Ja toll, und jetzt? Komm da wieder raus. Ja, okay, wusste ich? Ist mir egal. War schön. Toll. Wir hatten alle viel Spaß. Nö. So, was müssen wir denn jetzt machen? Erkunde Weideburg. Dich hatten wir schon. Erkunde Weideburg. Okay. Aber habe ich nicht hier schon alles erkundet? Ich habe doch hier schon alles erkundet. Wie komme ich an den Pokéball? Da waren wir auch. Die Arena haben wir durch. Komme ich an den Pokéball? Gar nicht. Gar nicht.
Mit Surfer komme ich an den Pokéball. Wollen wir mal kurz nochmal einkaufen? Ah, nee, mit dem haben wir auch schon geredet, oder? Was machen wir denn jetzt noch hier? Haben wir was zu verkaufen? Nö. Okay. Dann würde ich gerne was kaufen, bitte. Was können wir denn jetzt? Superbälle haben wir 20, Pokebälle so. Ja, Flottbälle holen wir nochmal 3. Weil ich die gut finde. Ja. Sehr gut. So. Supertrank haben wir. Können wir auch nochmal 2 holen, damit wir auffüllen. So. Ja. Mhm. Dankeschön. Sehr schön. Beleber haben wir 4. Ansonsten. Hol ich trotzdem nicht, weil ich nicht aus meinen Fehlern lerne. Wo geht's eigentlich als nächstes hin? Zeig mir doch mal die Karte. Was sagt die denn? Wir müssen immer noch hier was machen. Müssen wir hier irgendwas machen? Da hinten? Oder ist hier einfach... Ach, guck mal, wir können einfach mit A fliegen. Oh, warte mal, was? Ach, guck, was ist... Ach, guck mal eine an. Ich fass es nicht. Oh, das ist gut. Oh, das ist ja richtig gut. Okay, das merke ich mir. Das merke ich mir. Aber wo muss ich denn jetzt? Hier geht's erstmal nicht weiter, ne? Ich muss ja hier noch was machen. War ich überall? Wieso bin ich so verwirrt auf einmal? Wer will denn hier noch was von mir? Wir waren in der Arena. Muss ich doch nochmal mit dem da reden? Haha, endlich ist das Paket aus der Lagerhalle in Schleier angekommen. Nö. Okay, zum See. Oh? Du hast mein Selbstgespräch gerade belauscht, oder? Los, gib's zu! Wenn ich nicht so in Eile wäre, würde mein Pokémon dir die Ohren langziehen. Ich bin auf dem Weg zum See, da habe ich keine Zeit für dich. Mag jetzt nicht mehr zu folgen, verstanden? Der geht jetzt hoch zum See. Da, wo die 2 Dudes davor standen, ne? Wir müssen hoch zum See. Ah, okay. Jetzt haben wir es. Ah, lass mich in Ruhe. Wenn unser Experiment gelingt, wird unser Boss in der Lage sein, eine ideale Welt zu erschaffen. Daher werde ich mit Sicherheit jetzt nicht meine kostbare Zeit mit dir verschwenden. Also bleib gefälligst, wo du bist und lauf mir bloß nicht hinterher. Ja, doch, mach ich aber. Oh, hi. Ups. Ich habe das Gefühl, wir rennen immer ineinander, wenn wir uns treffen. Ich mache das echt nicht absichtlich. Na, wie geht's dir, Motte? Trainierst wohl gerade deine Pokémon, was? Dann will ich mal testen, wie stark ihr inzwischen geworden seid. Oh, toll. Das macht er voll extra. Der will meine Nähe haben. Er gibt's nur nicht zu. Er hat 4 Pokémon. Der ist nämlich voll verliebt in mich, sag ich euch. Volle Granate. Okay, können wir hier schon was ausrichten mit 26? Ich bin 39. Ja, das klappt. Wieso hat es sich bei ihm denn noch nichts entwickelt? Macht er das aus taktischen Gründen? Barmelin? Ja. Macht er das aus taktischen Gründen für bestimmte... Das hat mir gelesen, ne? Dass Leute warten, um spezielle Attacken zu erlernen und sowas. Mhm. Vielleicht macht er das. Vielleicht wird er hinten raus ultra krass mega stark. Und macht mich richtig fertig. Vielleicht. Das ist sehr effektiv. Ja, wunderbar. So mag ich das. So, was hat er noch? Er hat ja noch seinen Chillas dabei. Was nimmt er als nächstes? Ponita? Ja, wir wechseln noch mal. Ist kein Problem. Er hat auch Ponita, wie er mir nachmacht immer alles. Nur weil ich eins habe bestimmt. Ja, ja. So. Erstmal eine Dusche verpassen.
Ja, und da ist es. Und wir holen jetzt mal Ponita raus, oder? Probieren wir es mal. Wie gut unser Ponita denn ist mittlerweile. Zeig, was du drauf hast. Mit deinen coolen blauen Flammen auf deiner coolen Ballkapsel. Man sieht, dass du deine Pokémon gut trainiert hast. Ja, finde ich auch. Ich bürste die auch jeden Tag und gebe ihnen Leckerchen. Okay, und ja, ist ganz gut. Ponita ist ja nicht ganz so hoch im Level, glaube ich. Aber wir machen es ja jetzt eh platt. Das kann uns gar nichts. Tada! Sehr schön. Ich glaube, von dem Ding, was Arnold da gerade hat, habe ich eine Shiny-Statue gefunden. Ja, ich glaube schon. Ich habe nebenbei ein bisschen im Untergrund verbracht. Ich habe ein paar Statuen bekommen. Was? Du willst mir weismachen, dass ich verloren habe? Ja. Wie er guckt, ey. Was ein Gesicht er zieht. Na gut, vielleicht bist du seit unserem letzten Kampf tatsächlich etwas stärker geworden. Aber da hast du mich echt auf dem falschen Fuß erwischt. Nur so kann ich mir meine Niederlage erklären. Sag mal, was war eigentlich mit dem komischen Typen von Team Galactic eben? Ich weiß ja nicht, was er vorhat, aber ich an deiner Stelle würde ihm folgen. Wer so schnell wegrennt, kann nichts Gutes im Schilde führen. Es sei denn, es handelt sich dabei um ein Pokémon. Also gut, Mutte. Nächstes Mal halte ich mich nicht mehr zurück, hörst du? Weißt du, er sagt, oh, renn dem hinterher. Der hat ihn jetzt voll entkommen lassen. Der hat mich aufgehalten, mit mir gekämpft. Dieser Typ von Team Galactic, der ist doch über alle Berge. Nee, ich weiß ja, wo er ist, aber... Jetzt so rein logisch betrachtet... Hätte ich dem jetzt eigentlich nicht mehr folgen können. Gar keine Zeit hätte ich dafür. Ach, da ist er ja. Hi! Um das jetzt herstellen zu können, mussten wir dem Windkraftwerk Energie klauen. Nur einem wissenschaftlichen Genie wie unserem Boss konnte dieser Coup gelingen. Ah, du hast mein viel zu lautes Selbstgespräch ganz dreist belauscht. Du bist vielleicht eine Nervensäge. Das viele Rennen hat mich allerdings total geschlaucht. Einen Kampf werde ich mir also nicht mit dir liefern, das kannst du vergessen. Wieso führt er überhaupt laute Selbstgespräche? Warum passiert das in Spielen immer? Kein Mensch der Welt führt irgendwo laute Selbstgespräche. Außer zu Hause. Alleine. So, ich habe aber noch einen Tipp bekommen. Ich würde gerne mal... Aha, nee, das war jetzt... Oh! Oh, guck mal, süß! Eine Terrirobeere. Okay, gut. Weil anscheinend kann man tatsächlich hier irgendwo den Schlüssel von der Frau finden, die da vorne an ihrem Zimmer steht und nicht mehr reinkommt. Nein, falsch. Ich muss doch... Aber vielleicht ist es auf der anderen Seite, ne? Wir gehen mal nochmal hier rum. Aber sie meinte bei der Rezeption... Ich habe jetzt nur halt innen drin geguckt. Im Gebäude. Ah, da ist er schon! Da ist er schon. Dann können wir das nämlich auch machen. An ihr kommen wir ja vorbei. Da. Ich habe eine Überraschung. Oh. Warum renne ich überhaupt so wild durch die Gegend? Das neue Universum, von dem der Boss erzählt hat. Ich bekomme richtig Gänsehaut, wenn ich nur daran denke. Gut, dass wir das hier haben. Ah, du hast mein viel zu lautes Selbstgespräch ganz dreist belauscht. Du bist vielleicht eine Nervensäge, leider bin ich total kaputt von vielen Rennen. Kannst also vergessen, dass ich mir einen Kampf mit dir liefern werde. Wiederhol dich doch nicht. Er wiederholt sich. Egal, wir haben ihn eh gleich eingeholt. Was mache ich denn jetzt nur? Ich habe meinen Hotelschlüssel irgendwo verloren. Oh, das ist ja der Schlüssel zu meiner Hotelsuite. Du hast ihn für mich gefunden? Das ist aber süß von dir. Dankeschön. Kriege ich jetzt was? Bestimmt. Ich kriege doch jetzt was. Hier ist doch was für mich. Vielen Dank für deine Hilfe. Ich habe ein kleines Dankeschön für dich. Ein Lava-Keks. Oh, das klingt perfekt. Oh, das ist eine Medizin. Sehr cool. Okay. Alles klar. Da haben wir dich. Was zum? Bist du mir immer noch auf den Fersen? Dabei ist der See doch schon in Sicht. Du lässt mir keine andere Wahl. Mein Pokémon wird es dir zeigen. Er hat nur eins. Er hat nur eins. Er hat nur eins. Okay, wunderbar. Ach, guck mal, wie süß. Ach, guck mal, wie süß. Die kraul ich weg. Kann er gar nichts gegen tun. Machen wir das. Ich glaube, das sollte reichen.
Ja. Katzen mögen kein Wasser, das weiß man doch. Luxstraße Level 38. Und Impoldion schon fast Level 40. Ist schon krass, ne? Wäre ich nicht gerannt, dann hätte ich wohl härter kämpfen können. Ja, aber das hat doch nichts mit deinem Pokémon zu tun, oder ist das für dich gerannt? Ich kann nicht mehr kämpfen, ich pfeife aus dem letzten Loch. Ich muss das hier dem Commander bringen. Ein Jammer, dass ich es nicht am See einsetzen konnte. Von was redet er? Was haben die da? Was haben die da? Egal, wir finden es heraus. In der nächsten Folge. Ich danke euch allen fürs Zusehen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also bis dann. Tschüssi.